fangen wir mal hier an, ein bisschen aufzuräumen. Irgendwann muss man anfangen. Ist ja kein Ponyhof hier. Ich kann nichts aufnehmen. Stellen wir erstmal hier eine Truhe irgendwo hin. Boah, jetzt wird's hart. Erstmal die ganze Fläche hier ein bisschen sauber kriegen. Das Bett erstmal hinstellen, eine Truhe fertig machen. So, ein Bett. Ein Bett, ein Bett. Die Crafting-Truhe stellen wir ab. Das ist alles erstmal nur provisorisch. Den Ofen stellen wir ab. Zack. Da schmeißen wir dann auch gleich die Hühner rein. Mit dem Holz. Das andere Holz craften wir. Achso, Truhe. Truhe. Erstmal eine Truhe. Machen wir gleich eine große, wenn dann richtig. Bei den Sachen, die ich hier alle sammle, würde ich jetzt gerne einfach mal anfangen hier. Truhe, da kommt sie hin. Was tun wir denn alles mal rein? Erstmal den ganzen Plunder, die Angel. Ja, die Angel lassen wir mal. Alles rein. Dass ich immer wieder Platz habe. Da sind aber auch Items dabei. Die Pfeile kann ich jetzt noch nicht gebrauchen. Die lassen wir erstmal da, wo sie sind. Wie sieht es denn mit den Waffen aus? Diese Schaufel hier, die tun wir auch weg. Die Angel lassen wir da, das tun wir weg. Kohle, ein paar Fackeln haben wir noch, das muss erstmal reichen. Schwert, Pickaxe, ne, warte mal, Axt, Pickaxe, Schaufel machen wir uns jetzt eben. Holz brauchen wir sowieso. Pflasterstein, Speckstein, ein Haus aus Speckstein. So, schlafen kann ich noch nicht. Ein paar Stöcker mache ich mir eben. Und eine Schaufel. So, geht das jetzt? Ja, schlafen kann ich. Wunderbar. Und jetzt geht das hier los. Achso, essen müsste ich dann auch noch. Am Rande. Ich möchte eigentlich mit dem Essen so ein bisschen sparen. Ich finde, der haut unglaublich rein mit dem Essen. Ich bin da selbst so ein bisschen überrascht. So, Fackel. Hier so einen kleinen Turm hinbauen, dass ich das wiederfinde. Wo haben wir denn Erde? Haben wir nicht noch Erde über gehabt? Soll ich mal so einen kleinen Erdblock bauen, dass ich das wiederfinde? Also, das wäre jetzt echt nicht so pralle. 3, 4, 5, 6, 7. Da kann ich noch runterfallen, ohne dass ich sterbe. So. Das sieht jetzt ein bisschen doof aus, aber so eine kleine Orientierungssäule brauche ich hier halt. Ich habe eine vernünftige Axt, ich habe eine vernünftige Pickaxe, ein gutes Schwert für dieses frühe Stadium des Spiels. Ich bin auch das Rumlaufen jetzt leid. Ich meine, man kann natürlich immer noch viel entdecken, aber bei den ganzen Items, die man halt auch sammeln kann, ist das ein bisschen doof, wenn man... Was ist denn das immer? Wieso ist hier immer so ein Fehler drin? Ein Ei. So, wo fäll ich denn jetzt Bäume? Wo machen wir das denn? Also hier so ein Haus am Fluss zu haben, wäre auch schon ziemlich geil. Ein Haus am Fluss. Eigentlich wollte ich jetzt mal so ein paar vernünftige Bäume hier abstauben. Wir können ja auch vom Sumpf einfach ein paar Bäume erstmal fällen. Sumpfbäume. Das nehmen wir erstmal mit hier. Das ist doch... Was ist denn das für Holz? Weidenholz. Ein Haus aus Weidenholz. Wollen wir mal ein Haus aus Weidenholz bauen? Ich habe noch nie ein Haus aus Weidenholz gebaut. Das machen wir doch mal. Das wird so ein bisschen so ein grünes Haus, ne? Das sieht bestimmt ganz witzig aus. So. Restlos abgeholzt.
dieser Riesenbaum. Mein Akazienholz wäre natürlich auch cool. Da ist noch einer. Den nehmen wir auch noch mit. Und dann sehen wir gleich hier weiter. Also ich bin schon gespannt auf die ganzen Rezepte, die sich da auftun. Wenn wir nachher erstmal das Haus haben. Zur Erde habe ich jetzt keine, da muss ich nicht so hochgraben. Die ganzen Rezepte, die sich da auftun. Da gibt es bestimmt noch viel zu probieren und zu machen und zu tun. Und vor allen Dingen müssen wir auch, glaube ich, nachher mal in die Erde gehen. Sorry, nachher mal in die Erde gehen. Um zu gucken, was es da alles so für Gesteinsarten gibt, was es da für Rohstoffe gibt. Nur wir müssen uns natürlich als allererstes auch darum kümmern, dass wir genug zu essen haben, dass wir vielleicht ein bisschen Ackerbau betreiben, wie auch immer. Ne, dass wir dann auch die Zutaten haben, die wir brauchen, um halt weitermachen zu können. So, da haben wir doch schon richtig ordentlich was an Weidenholz gesammelt. Das nehmen wir auch noch mit. Ich bin mal gespannt, wie das Holz aussieht, wenn man es craftet. Aber fürs erste Haus ist das ja ganz schön. Ich denke jetzt, wenn man jetzt, ein richtiges fettes Haus bauen will, dann weiß ich nicht, ob so ein Weidenholzhaus geeignet ist. Aber für das allererste Haus, um erstmal klarzukommen, finde ich Weidenholz schon ziemlich cool. Und was wir auch brauchen, ich bin ja von Village World gewohnt, dass ich richtig gute Werkzeuge habe, womit man auch richtig schnell Bäume fällen kann. Das ist jetzt hier halt noch nicht der Fall. Da fängt es schon an, die erste Achse ist schon kaputt. Wie viel Holz haben wir denn? Ja, wir haben ja nicht gerade ganz wenig. Ein paar Steine wären natürlich auch nicht verkehrt, aber gut. Brauchen wir vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Ich mache meine Crafting-Truhe fertig. Es gibt so viele verschiedene Holzarten, das ist echt unglaublich. Dann werde ich mal ganz schleunigst hier nochmal eine Axt herstellen. So. Ich find das Fenster übrigens ein bisschen klein zum Craften. Dieses Crafting-Fenster könnte ruhig ein bisschen größer sein. Ich habe manchmal so ein bisschen Probleme, dass da alles im Detail zu erkennen. Aber liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich viele von diesen... Warum brennt... Achso, da ist Lava. Ach, ich bin ja hier direkt am Wasserturm. Habe ich noch gar nicht wahrgenommen. Naja, um darauf zurückzukommen, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich halt ein anderes Resource Pack gewohnt bin und natürlich viele von diesen Items nicht kenne. Ich denke, da gewöhnt man sich auf Dauer auch noch dran, auch wenn das alles ein bisschen kleiner ist. So, dann haben wir das auch. Und jede Menge Blumen. Ich nehme einfach mal ein paar Blumen mit. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Das werden Pilze sein hier. Pilze, Pilze, Pilze. Sumpfseidenpflanze. Dann haben wir hier Fliegenpilz? Am Fliegenpilz ist doch rot. Der ist irgendwie so bräunlich. Na gut. Ein brauner Fliegenpilz. Jede Menge Pflanzen. Und die wählt man ganz bestimmt nach dem klassischen Minecraft auch. Was machst du denn hier? Geh da weg. Ey, wenn... Fall mir nicht da rein. Geh da weg. Geh weg. Steht die am Lavafeld. Manometer. Wem stirbst du mir da hinten? Brauch dich. Alter. Dieses Verfressene. Da hinten ist unser Turm. Unsere Sachen stehen. Also was ich auch brauche, ist eine Schere. Die ich mir natürlich dann aus Eisen herstelle. Habe ich eigentlich Eisen? Ich habe eben gar nicht drauf geachtet. Dass man hier diese ganzen Sachen mal wegmacht, dass wir eine vernünftige Ebene, eine vernünftige Fläche hier zustande kriegen. So,
So, dann wollen wir erstmal gucken. Das schmeißen wir erstmal alles in die Truhe rein. Auch das Holz. Die Crafting-Truhe auch. Eisen habe ich hier noch nicht. Gut, soweit, so gut. Da muss ich das erstmal so händisch alles ein bisschen wegmachen. Wo bauen wir das Haus denn mal hin? Hier. Hier bauen wir das hin. Die ganzen Pflanzen erstmal weg. Also wenn man hier dann nachher eine Schere aus Eisen hat, dann kann man ja, wenn man das alles abbaut hier und sammelt, dann kann man ja riesige Hecken nachher bauen. Gewaltige Hecken. Und hier haben wir noch ein bisschen Dschungelholz. Also müsste Dschungelholz sein. Ja, Tropenholz. Alles schön mitnehmen, alles fein sammeln. Ein bisschen Fläche haben wir hier schon. Es sollte am Anfang vielleicht auch nicht ganz so ein kleines Haus sein, weil wir ja wirklich jede Menge Items sammeln werden. Also ich denke, ich brauche wirklich viel Platz für jede Menge Truhen. Aber das muss nachher auch schneller gehen hier. Das muss nachher auch schneller gehen. Ich mache hier später richtig Tabula Rasa, wenn ich das entsprechende Werkzeug habe. Das ist irgendwie genau mein Ding, hier richtig aufzuräumen nachher. Birkensetzling, das ist sehr schön. Das Holz brauchen wir nämlich auch, das Birkenholz. Es wird fast dunkel. Die Fläche sieht schon ganz gut aus, wenn auch noch nicht optimal. So, das hier, ich glaube, das bleibt alles stehen, das kann man irgendwie nicht wegmachen. Wenn ich das jetzt wegmache und wieder hinsetze, wie sieht es dann aus? Ach so, dann sieht es so aus. Also man kann es auch ganz wegmachen. Okidoki. Dann machen wir mal einen Untergrund fertig, wa? Wie gesagt, es darf nicht allzu klein sein. Das wird der Untergrund hier. Ach, ich gehe einfach mal in diese Richtung. Ein schöner Untergrund für ein schönes Haus. Irgendwann muss man ja wirklich mal damit anfangen und den Grundstein setzen. Steine habe ich übrigens noch nicht so viele. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt einfach so einen simplen Holzfußboden mache oder doch was anderes. Ich baue hier Häuser immer von unten nach oben. Das heißt, ich fange nicht mit den Wänden an, sondern ich mache das immer, dass ich erst den Boden fertig mache. So, jetzt wird's dunkel. Boah, die Sonne. Wie cool sieht das denn aus? Nice, nice, nice. Huhn. Boah, wie die Sonne dahinter diesen großen Bäumen verschwindet. Ich lege mich mal schnell hin. Und jetzt würde ich eigentlich gerne, um es richtig zu machen, würde ich eigentlich gerne so ein richtiges, vernünftiges Fundament jetzt auch ansetzen. Aber ich habe leider nur Holz. Vielleicht machen wir das bei diesem ersten Haus wirklich so, dass wir uns nur auf Holz beschränken. Noch ein Ei gesammelt. Ei, ei, ei. So, was haben wir jetzt hier an Holz? Weidenholz. Da ist noch Weidenholz. Holzbretter. Die sehen ja witzig aus. Das finde ich aber irgendwie nicht schön. Das ist ja ein total grünes Haus. Also, dass das jetzt so grün ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gefällt mir eigentlich nicht so wirklich. Nee. Nee, ne? Das mache ich nicht leiden. Das sieht doch scheiße aus. Ach komm. Egal. Komm, wir bauen einfach mal ein Weidenholzhaus. Ist egal. Komm. Wir bauen das jetzt. Ich mache jetzt einen grünen Boden hier rein.
muss jetzt gehen. Nein, das natürlich nicht. Oh, Mann, ey. So, wie groß ist denn das jetzt eigentlich im Endeffekt? Das größte Haus ist es nicht. Das soll ja auch nur ein Anfangshaus sein. Erstmal, dass man klarkommt. Ein Klarkommhaus quasi. Hä, wieso? Hä? Hä? Wieso ist jetzt hier... Ich habe doch gar nicht Eichenholz angewählt. Wieso kriege ich jetzt auf einmal Eichenholz? Und runter. 1, 2, 1, 2. Ich mache immer erst die Ecken. Alle Ecken erstmal hier fertig machen. Ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass das toll wird, ne? Das ist einfach nur ein Haus, um zu überleben. So fürs Erste. Hier ist jetzt halt gerade viel Weidenholz vorhanden und deswegen bauen wir das eben auch weidenholzmäßig aus. Die Tür geht dann in diese Richtung, würde ich sagen. Man könnte sie auch in die andere Richtung machen. Also da hinten ist der Wasserturm. Da sind die Kühe. Ich weiß nicht, wo ist denn der Fluss? Der ist ja da. Nee, dann ist es richtig, dass es noch da, weil dann geht man zum Fluss raus. Ey, wieso rutscht das denn immer wieder da rein? Ich will jetzt noch kein Eichenholz. Eichenholz finde ich persönlich zwar schöner, aber das will ich jetzt nicht verbauen. So, jetzt machen wir erstmal alles. Craften wir erstmal das ganze Holz hier durch. Ist ja interessant, dass da rutscht immer anderes Holz nach, wenn ein Stack aufgebraucht ist. Kann ja auch ein Vorteil sein. Mir fällt ein, ich habe überhaupt keinen Sand, glaube ich, ne? Um Fenster zu bauen. So, wie sieht denn hier so ein... Also wirklich, da machen wir einen kleinen...